Moin Moin, willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Runde vom Real Estate Simulator. Seid grüßt, schön, dass ihr dabei seid. So, wir fahren mal at home. Weil das mit Shelly, wie gesagt, das hat eh keinen Zweck aktuell hier, ne? Wir legen uns direkt schlafen. Dann gehen wir am nächsten Tag wieder Geld kassieren. Dann haben wir schon wieder einiges. Wir haben mittlerweile drei Immobilien, die wir vermieten. Da kommt gut was zusammen. Wir haben ja noch ein bisschen Geld. Wir können auch regelmäßig Shelly um Geld fragen. So, verloren, ja. 1000, was? Steuer, achso. Erstmal eine Tüte Chips. So, ist jetzt Jagdsaison. Oh, da steht immer noch demnächst. Das wieder ab. Wir gehen Geld eintreiben. Das sind diese ganzen gelben Punkte jetzt, ne? Die werden uns ja extra angezeigt. Damit können wir doch schon ein bisschen was anfangen. Was statt das eigentlich? Hier war das hier. Na egal, geht jetzt nicht, ne? Ich kann jetzt nicht. Während der Fahrt kann ich nicht das Tablet benutzen. Nicht schon wieder bei Storage Wars. Nächstes Mal wollen wir auch mal was ersteigern, ne? Vielleicht sind da ja echt gute Möbel und so drin. Nummer 1. Hals. Bei den Preisen kriege ich einen dicken Hals. Ja. Ich weiß auch keine Premium-Lage da. Ich weiß nicht, warum es so teuer ist. Wir brauchen ein cooleres Auto. Sven, moin, um Geld einzutreiben. Bitte mit dem Auto, mit dem wir aktuell durch die Gegend fahren, das ist nicht so cool, Geld. Du hast was? Eingezogen die fünfte Miete. Oh, bis halt. Nummer 40. Wollen sie ihr Buden verkaufen hier? Was ist denn hier los? Was stimmt denn mit dieser Siedlung eigentlich nicht? 16. So, ne, die räumen die Bude immer leer. Das sieht schon mal gut aus. Aber dieses billige Haus, was wir für nur 6.000 gekriegt haben, das auch, oder für 7.000, ne, dass wir es auch so hoch vermieten können, ist natürlich mega. Oh, nehmen wir das nächste kleine Haus. Das ist so, ehrlich zu sein, der Preis macht mir Angst. Ich habe Angst, 7,5 zahle ich. Können Sie auf 0 ändern? Es ist nicht möglich, das anzunehmen. Na, 7,9, ne? Aber dann muss es auch mal reichen, Kollege. Wir haben ein neues Haus. Haus Nummer 4. Jeden Tag eine neue Bude. Aber das Wichtige ist, wir kriegen halt Fertigkeitspunkte. Aber dringend. Also umso mehr Müll, umso besser.
Weiß ich nicht, was das Auto kostet. Ich kann auch beim Autohaus halt Autos kaufen. Der Lambo kostet über 200, war das, glaube ich, ne? Gut, ne? Und sauber. Dann fahren wir jetzt wieder zu Architekten und gucken uns das nochmal genau an. Schon wieder ein neues Auto im Autohaus verfügbar. Herzlich willkommen. Ja, da sehen wir halt die unterschiedliche Klasse der Einrichtungen, ne? Aber wieso kann das nur 1700 kosten? Ist das echt so günstig? Das Bett, das kostet doch auch schon 1000. ...200 eigentlich. Sollen wir es mal premiummäßig einrichten? Mal gucken. Wir gehen mal alles aus. So, zack. Teures Bett. Hier. Davon ein, haben wir drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. 8, 9, 10. Noch ein schönes Sofa hier für einen Tausender. Für den Schreibtisch. Schon das teuerste. Gibt es ja auch richtig viel für draußen sogar noch. Ob man das einfach vorne vorstellen kann, möchte ich mir zumindest mal angucken. Und was passiert mit den Möbeln, wenn wir die Bude nicht mehr besitzen? Da ist er bestimmt gegengefahren. Deswegen hat es bei ihm so einen Lärm gemacht. Dauert natürlich deutlich länger, wenn man das selber macht, ne? Als wenn man jetzt einfach die Architekten beauftragt, und so viel Geld macht es ja wohl nicht vom Unterschied, haben wir gemerkt bisher. Haben sie da sind schon überhaupt Möbel drin.
So, wollen wir mal gucken. Oh, hä? Ich dachte, ich hätte ein Bett gekauft. $1,500. Was? So zählt das nicht. Das ist gar keins mehr drin. Das zählt. Hä? Sollte. Hä? Das ist ja auch buggy. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel buggy, ehrlich gesagt. Hier steht immer wieder 0. Das verstehe ich nicht. Jetzt hat er den irgendwie gecheckt. Von 20 steht jetzt hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben sind es auch, ne? Ja, ist ein Test, ne? Wie gesagt, schauen, so weitergeht. So, zurück. Und 13 Sachen können wir da noch reinbauen am nächsten Tag. Dafür müssen wir aber erstmal unser Geld einkassieren. Aber gut, wenn man später sich jemand hätte, dass das Geld immer kommt, ohne dass man selber immer hin muss, überall. Gute Nacht, wir sind müde. Viel gearbeitet. Anstrengender Tag. No. Also will ich mal nicht hier so wegdrängen. So, Mails. Kosten für Verkehrsunfälle sind was? Verkehrsunfälle machen wir doch gar nicht. Wir haben noch keine Woche, ist nicht schon wieder Storage Wars eigentlich? Ein paar Container ersteigern. Klappte beim letzten Mal leider auch nicht so gut.
Da wollt ihr auch nur 6 Tage da wohnen, ne? Also, stell es am nächsten Tag dann die Woche um. Oder nicht immer umsteigen, parken, dann lieber so. So, ist aus. Das war hier Holger. Hi, moin Holger. Musst die Miete bezahlen. Hier ist sie, danke. Tschüss. Zehnmal die Miete eingezogen. Jetzt geht es wieder steil hier. Hotz. Schon wieder ein Haus für Sale. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Wir sind zu teuer. Vielleicht ist es ja so, dass mit der Innenarchitektin, dass es auch nur für eine Zeit lang denn die Möbel da halt drin gelten. Für die Zeit, die es jetzt vermietet ist oder so. Ah, da steht doch noch unser Bett. Ja, da wusste ich doch auch noch tolle Sachen hier. Guck mal, ein Bett. Hier ist auch noch eine Lampe. Da liegt noch ein teurer Laptop. Noch eine Lampe. Schreibtisch? Hatten wir das schon? Ja, hatten wir diesen gläsernen Schreibtisch, aber kein Stuhl, ne? Richtig Geld ausgeben hier. Mal gucken, ob das wirklich was bringt. Ein Herd hat den schon. Ein Safe. Da muss man mal versuchen, einfach, ne, was das bringt. Wird's ja nicht. Scheint auch nur minimal zu backen. Gute Frage. Ich glaube, das war gar nicht so teuer. Kommt am nächsten Tag. Oh, was ist denn so? Was machen die denn so? Tausend sind wir bisher. Zwei, fünf.
Ja, schon wieder Nachtisch, ne? Ja, aber aus der Hütte selber holt man halt auch nicht ganz so viel raus, weil die Hütte nicht so toll ist. Wir machen auch die teuren Möbel hier nicht so viel aus. Ah, gut, 3-4. Die gute Waschmaschine. Bei 3,8. Wir landen immer so bei um bei 4 aktuell. So ein Bürostuhl. Ja, egal. 4200, das macht die letzte braucht jetzt nichts, die Lampe. Vielleicht bringen die Lampen auch nur was, wenn sie irgendwie irgendwo draufstehen. Das kann natürlich durchaus sein. So, Bestenliste. Wir sind jetzt Platz 13.011, Leute. Und ihr so? So, Foto. Ja, das ja einigermaßen funktioniert. 4-2. Anzeige ist online. Fahren wir zurück zusammen. Im Laden da. Guck mal, wir haben jetzt 4 Buden, ne? Das sind wir bei 16.000 knapp Einnahmen täglich. Ja, schon einer. Aber ich will jetzt mal, ich möchte nicht immer nur Männer haben, die wir vermieten. Das kann ja nicht sein. Frauen verkaufen ja immer die Häuser und die Männer nicht, oder was? Vor allem nicht hier mit den Klamotten. Achso, falsch exportiert tatsächlich. Bruder, das tut mir leid. Wieso zieht mich denn jetzt auch aus? Oh ne, das war er, ne? Das Haus der Miete 4.200. Oh, nur von meinem Budget. Ich will dieses Haus, Bruder. Ich werde sofort den Vertrag machen. Bruder. Ja, du kannst versuchen zu handeln halt, ne? Wirklich, aber komm, um die 100 Euro am Tag oder so sind dann, glaube ich, bei dem Spiel auch egal. Die Beziehung zu Shelly bleibt auch scheinbar immer gleich. Ach, heute stehst du wieder in der... Ich dachte, sie kann das jetzt. Sie kann das immer noch nicht. Na gut, schade, schade. Schade Marmelade. So, Jagdsaison immer noch nicht. Demnächst. Ich möchte jagen gehen. Wir legen uns schlafen, die Leute. Und machen am nächsten Tag nochmal weiter. Dann können wir schon richtig einkassieren. Machen wir in der nächsten Folge. Jetzt läuft der Rubel ja. Der Laden. Rubel, kann man, ne? Das lassen wir lieber. Der Laden läuft. So, vielen Dank fürs Einschalten. Kurze Pause. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.